Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Ich werde jetzt mal mein Herz einsetzen, das Herz meiner Mami. Arm und vergessen. Das ist alles viel weiter weg, ne? Wer spricht für sie? Ja. Haha. Ist sie weg? Jo. Der schnarcht. Drüben ist auch so ein Hampelmann. Wo ist die Alte jetzt gerade hin? War da nicht wer? Glaube, ich habe was gesehen. No, hast du nicht. Hey, ich wollte sie erwürgen. Oh. Dann nochmal. Ich wollte jetzt gerade erwürgen. Wieso gönnt das nicht? Weil sie halt auch immer doof steht, ne? Naja. Noch ein Versuch. So. Ich möchte die Runen finden am liebsten. Die sind hier noch ein Stockwerk tiefer. Und ich habe keine Ahnung, wie wir zu dir hinkommen sollen. Auf jeden Fall, die Hütten ist cool. Also das muss man echt sagen. Die Hütte ist echt cool. Die müssen jetzt gleich kommen. Maschinen, die machen mich nervös. Kann man die jetzt schon sabotieren? Ich glaube, das geht echt. Da kann man die doch... Warte kurz. Die eine schläft eh da hinten. neuer Spielstand. Also hier unten, den nehmen wir. So. Man den da. Wiedergabe für erfolgreiche Ortung. Na, das war nicht schlau. Ich dachte, das muss man aufschlagen, ne? Hat das nicht geheißen, man kann das irgendwie wegmachen? Irgendwie rausnehmen die Batterie, ne? Hätte ich gern gemacht. Die werden uns bestimmt irgendwann mal angreifen, denke ich mir. Naja. Ich dachte, das geht. Kabelwerkzeug hätten wir eigentlich auch. Keine Ahnung, warum das nicht klappt. Hier, die vier, ne? Die schaut ja verdächtig aus. Hier, da, ne? Die blinkt ja auch weiß auf. Hallo. Kann man da noch was machen? Ich glaube, wir haben einen neuen Freund. Servus. Ich weiß aber gerade nicht, ob das so schlau war. Zu erschleichen. Wiedergabe nach dem letzten Praxistest entfernen. Okay. Da ist was. Ehemalige Kaiserin auf der Flucht.
Es besteht kein Zweifel mehr daran, dass die kürzlich entthronte Kaiserin Emily Caldwin verantwortlich für die jüngste furchtbare Mordserie ist. Die ehemalige Matriarchin befindet sich mittlerweile auf der Flucht, was unsere Vermutungen hinsichtlich ihrer Schuld und der Verbindung zum Kronenmeuchler bestätigt. Manche gehen sogar davon aus, dass sie diese entsetzlichen Verbrechen selbst begangen haben könnte, da sie bekanntermaßen von Verschwörern und Mördern großgezogen wurde. Sehr freundlich, damit ist unser Papi gemeint. Die serkonische Garde hat Belohnungen für zu ihrer Ergreifung führende Hinweise ausgelobt und erklärt, die Flüchtige sofort zu erschießen, falls sie aufgespürt werden würde. Herzog Abele hat kürzlich bekannt gegeben, dass die ehemalige Kaiserin wahrscheinlich ein fairer Prozess erwartet, wenn sie sich friedlich und unverzüglich stellt. Ich wollte schon freiwillig sagen. In meinem Vorführraum ist viel Platz für neue Testsubjekte und sie sind in guter Gesellschaft. Denn der bekannte Erfinder Anton Sokolov ist jetzt dort. Sehr zu meinem Vergnügen. Nein! Rette Anton Sokolov, erreiche den Vorführraum. Hat die Maschine gerade angegriffen? Ich wollte ja keine Toten haben. Oh, da steht jemand. Muss mir das kurz... Dankeschön. Was? Ui. Nimm das! Das hat nicht hingehauen. Ist er bewusstlos? Cool. Cool. Maschinchen. Wo ist denn meine Maschine hin? Die ist irgendwie futsch. Die schnarchen alle. Hey, den haben wir gerade super ausgeschaltet. Ich habe gar nicht gewusst, dass das geht. Fisch. Spiel speichern. Ich hoffe echt, dass ich noch keinen ermordet habe, aus Versehen. Die Maschine, die wir da jetzt auf unsere Seite geschlagen haben, ne? Ich weiß nicht, wo die hin ist. Die ist verschwunden. Die ist irgendwie weg. Boah, schaut voll cool aus, ne? Wie die liegt. Oh, plündern. Kirin Jindosh, Großerfinder. Untersuchen. Da ist ein Porträt. Ist das was wert? Na. Umbraholz. Schnupftabakdose. Boah, 150 Münzen. Ja, da legst du die nieder. Nicht schlecht. Da irgendwas Interessantes? Nö. Boah, eine Tasse Tee wäre jetzt auch nicht schlecht. Oder ein Kaffee. Boah. Was würde ich jetzt für einen Kaffee tun? Übrigens, ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin, ja? Ein Licht geht auch nicht auf oder an. Und das Gerät da macht sich wahnsinnig. So, ich muss mal speichern. Wieder mal. So. Okidoki. Perfekt. Ich weiß, ich sollte mal vielleicht auf schnell speichern gehen und so. Und ich könnte es mal in Erwägung ziehen. Bringt mich das Gerät um? Ja. Das Gerät bringt mich um. Okay. Ja, ich wollte es mal probieren.
laden. Das ist natürlich bei mir auf feindlich gestellt, wegen den Kugeln. Da wollte ich es probieren. Warte. Kann ich das mit meiner besonderen Kraft ausschalten? Aushebeln sogar? Das wäre cool. Warte mal kurz. Lade. Fortsetzen. Ich glaube, ich werde nochmal fehlen. Knochenfragment. Ja, du Kaka. Maximal da drüben. Ich um einen Posten im Großpalast. Warum auch nicht? Ich hätte es verdient. Na, mach. Wie kein Karo-Werkzeug verfügbar. Das übernimmt's nicht vom anderen Level? Ist das seiner Ernst? Ist das echt seiner Ernst? Sie sind weitergekommen als die meisten. Ist das wieder Glas, ne? Aha. Da bin ich hier wieder, okay. Weil das umgefallen ist, klumpert. Okay, da muss ich mit Lift vielleicht mal ein Stück. Nach unten wäre das schlecht. Wie geht er jetzt? Der Lift. Da. Und jetzt? Hier drinnen. Knopfi. Da. Ich würde sagen, nach unten bitte. Vielleicht kommen wir jetzt zu unserer Rune. Knochenfragment. Entschuldigung. Ich will aber keinen umbringen, ey. Boah, ist das kacke. Okay. Okay, automatische Speicherdings. Ich nehme das gleich mal. Ja. So, Scheißendreck. Okay, ich muss dringend aus dem Lift raus. Nach Möglichkeit... Oh, vielleicht können wir auf dem Lift wieder drauf. Ich schaue mir das gleich mal an. Warte kurz. Fortsetzt denn, bitte. Kann ich? Hier raus? Freili! Moment, ich bin da drüben. Nein. Immer dieses... Nach unten, bitte. Hey, ich will da raus. Ist aber der Wald. Ma, es klappt halt nie, ne? Ist da jemand? Ich bin sicher, da war jemand. Ich frag mich, wer das war. Ich sehe doch keine Gespenster. Stimmt das nicht? Ha. So weit, so gut hätten wir es schon mal. Warte kurz, das ist fast speicherungswürdig. Ich mache mir gleich einen zweiten Sicherheitsspeicherplatz-Dings für heute. So, gut. So, nicht zögern, ne? Gehen wir Vollgas. Muss ich mit die Rohre. Klappt das überhaupt? Ich bin mir fast sicher, dass hier was war. Nächstes Mal. Nö, hier ist gar nichts. Geh nur weg. Alter, wie der hustet, ne? So, was haben wir da? Nekromine. Halt, kann ich nicht mehr tragen. Okay.
So, hier irgendwo muss es aber sein, oder? Ober uns. Willst du mir jetzt schälen? Ober uns. Entschuldigung. So. Ich hol mal Mami raus. Irgendwo schlägt ein Adeliger einen Dien. Er ist sehr freundlich. Ein Kind. Was? Er würde für immer blind sein. Oh! Er hat den Tee zu spät gebracht. Diese Mistkuh, diese dreckige, wenn ich die erwische. Konditionierung Sokolovs. Was haben wir denn da? Der arrogante Anton Sokolov lässt sich also nicht dazu herab, mir bei einer neuen Version meiner mechanischen Soldaten zu helfen. Gut. Ich habe eine andere Lösung. Mein Elektroschocker, lange ein Nebenprojekt von geringem Praxiswert, ist hier genau das Richtige. Na toll, jetzt wird er gefoltert. Mit der richtigen Kalibrierung sollte es mir gelingen, nur jene Teile seines Geistes zu beschädigen, die für Unabhängigkeit und freien Willen zuständig sind. Sein reiches Wissen sowie eine erheblich wichtigere Qualität, nämlich seine, ich sage es nicht gern, legendäre Kreativität, bleiben intakt. Na prima. Was für eine Grausamkeit ist das? Es gibt noch eine Möglichkeit, vorausgesetzt Jindoshs Elektroschocker funktioniert. Nicht gerade eine Gnade. Ja. Hoffentlich finden wir dieses Teil, ne? So. Was ist das? Aha. Eine Neukonfiguration des Turmführerraums. Stehe bereit. Konfiguration D. Stapel mit. Komm wieder jetzt zum Vorführraum. Das ist aber nicht das, was ich wollte. Oh, jemand. Wiedergabe zeigt kriminelles Profil. Nicht autorisierte Person. Ich wollte eigentlich. Für eindeutigen Gegner. Der hat das Bein, ne? Alter, was habe ich gemacht? Sokolov. Okay, bin da falsch. Laden. Bin da, glaube ich, falsch. Glaube ich? Hoffe ich? Scheiße, wie besiegt man dieses Viech? Alter, diese Sau. Wow. Habe ich nichts getrunken? Alter. Wow. Das ist voll unfair. Wie besiegt man... Wie, also, ich weiß nur, dass man es von ihm schaffen sollte. Den Mistfink. Zu erwischen. Das geht irgendwie nicht. Wow. Kriegt das Viech überhaupt Schaden? Heilt das irgendwie?
Jetzt hat sie es nicht gemacht. Jetzt hat sie es nicht gemacht. Sie ist so dämlich. Diese blöde Misskuh. Das kann ich gerne nochmal machen. Ich muss ja nur warten, bis der überhitzt ist und dann Schaltkreis. Und dann ist gut. Dann ist er mein Freund. Wow. So, und jetzt er. Mach. Da mag ich halt immer so viel, ne? Wieso geht's das nicht? Mach das auf, du blöde Kuh. Echt unfassbar. Ja, ja, halt die Fresse. Entschuldigung, was hier war. Vorführraum, da wollte ich gar nicht hin. Ich fürchte, die Runen kriege ich nicht. Ich glaube, da habe ich keine Meter. Wie geht denn das? Der wackelt wie ein Wahnsinniger. Kann da nicht Ruhe geben? Der Mistfink. Schaltkreis aufmachen und gut ist. So, nochmal. Komm, lad. Boah, ey. Herz, geh weg. Navigationsauswertung 7 und Neukonfiguration des Vorführraums. Stehe bereit. 8 war mein Doppelgänger, ne? Starte mit Anpassung. Wiedergabe zeigt kriminelles Profil. Gott, das beeindruckt ihn nicht. Der ist gar nicht mal so dämlich wie erwartet. Oh. Ja, und schon erwischt. Das ist echt unglaublich, ne? Ja, ich habe gehofft gehabt, dass es was bringt, aber na. Der ist nicht dämlich. Der ist nicht dämlich, den kannst du nicht täuschen. Okay, den kann man leider nicht täuschen. Ja, bitte, mach weiter. Scheiße. Ja. Na komm, lade. Ein bisschen schneller. Ich mag diese Maschinen nicht. Ich habe echt gehofft gehabt, ich könnte ihm die Schaltkreise und so. Herz, geh weg. Navigationsauswertung, Neukonfiguration des Vorführraums. Stehe bereit. Konfiguration B. Starte mit Anpassung. Diese Wiedergabe weist auf eine mutmaßliche Ortung hin. Die Maschine stellt hier keine weiteren. Bei Wiedergabe Feind im Rücken. Geht nicht. Alter! Lauf, du blöde Kuh! Die rennt es sowieso nicht. Obwohl, ich glaube, jetzt haben wir was. Oh, was war denn das jetzt gerade? Haben wir den hingemacht? Okay. Das stimmt was nicht. Geil. Hey, auf jetzt. Schließe, weg los. Jetzt mach doch, Mädel. Du bist tot. Halt still. Unmöglich. Sie ist zu doof, ne? Wieso macht sie das nicht? Wie habe ich das hinbekommen, dass ich den im Kampf erwürgen habe können? Boah, das ist mühselig. Jetzt muss ich den Krüppel nochmal besiegen. Das war nur ein Glückstreffer. Oh Gott. Sofort speichern. Wenn der erledigt ist, sofort speichern. Ma, ist das scheiße, echt. Das ist scheiße. Weil ich scheiße bin. Ja, komm, mach. Boah, ey. Herz, geh bitte weg. Navigationsauswertung, Neukonfiguration des Vorführers. Ma, ist das scheiße. Konfiguration B. Dies weist auf ein eingeleitetes Suchbund. Alles klar, Gegner gefunden. Wiedergabe für Kampfprotokoll.
Wiedergabe für eindeutige wow. Gegner. Nicht autorisiert. Komm, überhitze, du Arschloch. Protokoll 6. Feind im Rücken. Kampfprotokoll 8. Hä? Alter, du Sau. Na! Blöde Kuh! Alter! Du sollst blocken, blöde Kuh, echt. Block einfach! Na, sie kann echt. Ja. Alter, Alter, Alter! Ich bin ja weg gewesen! Klumpert. So, speichern. Ach, Mann, ey! Na, warte. Richtig? Bin ich da richtig? Ist das der Richtige? Ich glaube. So, passt. Das hätten wir mal. Sokolov ist nicht weit weg, der müsste hier irgendwo sein. Hm. Irgendwie sind wir hier richtig? Kabelwerkzeug. Oh, Kabelwerkzeug. Wir haben Kabelwerkzeug gefunden. Schön. Das heißt, in jedem Level, das gab es dann wahrscheinlich ein Kabelwerkzeug, ne? Also in jedem Bereich, sagen wir so, nicht Level. Sondern Bereich. Warte kurz. Also du musst umstehen. Aha. Ich verstehe. Du musst umstehen bleiben. Dann stellen wir doch mal hier hin, oder? Vielleicht kommen wir so zu Sokolov. Zu unserer Rune vielleicht auch. Ha. Vielleicht zuerst zu Sokolov? Bin nicht in der Was? Stimmung. Komm sofort raus. Ich hab nichts gemacht. Kann man hier hoch? Nee, oder? Ich hoffe mal, dass das der richtige Boden sein. Boah, das sind so viele Böden, ne? Von da sind wir auf jeden Fall gekommen, ne? Ich denke schon, dass es der Boden sein wird. Boah, Alter. Sokolov. Was haben wir da? Die Bluttopoli der grimmigen Alex. Ja, schön. Dann stehen wir doch mal auf, oder? Ich würde sagen, ein köstliches Brot. Mal Pfirsich, meine Lieblingsfrucht. Ich will auch eine haben. Ich will eine haben. Was? Alter, Sokolov. Entschuldigung, es war zu früh. Kann das sein? Ist das die junge Emily Caldwin? Anton, sparen Sie Ihre Kräfte. Ich bringe Sie hier raus. Jindosh führt mehr im Schilde, als wir ahnen. Eine Armee seiner mechanischen Soldaten. Das wäre das Ende. Oh, ich werde Jindosh bald besuchen, alter Freund. Na, jetzt ist aber nicht echt Sturm. Gedankenlabyrinth. Na, er ist nur bewusstlos. Alter, Gott sei Dank. Ich habe echt jetzt Angst gehabt. Kann ich ihn raustragen? Muss ich ihn raustragen?
wo ist meine Kackrune? Da oben. Verdammt, ich dachte, ich kann da raus. Sokolov. Und jetzt? Muss ich ihn jetzt raustragen oder was? Warte mal kurz. Journal. So. Ja. Verkable die Lichtwand neu. Können wir mal noch machen. Kirin Chindosh. So, Entschuldigung. Den Elektroschocker finden und Dingens. Rette Anton Sokolov. Aus dem Vorführraum heraus. Okay, das heißt, wir nehmen ihn mit. Alles klar. Komm mit, mein Freund. Wir haben also Sokolov. Und jetzt? Im Wagen sind Sie sicherer, Sokolov. Ich schulde Jindosh einen Besuch. Hey! So. Next one. Ich glaube hier. Dann würde ich sagen, da. Der Schnachter. Der Schnachter, das ist so niedlich irgendwie. Der gute Sokolov. Bleibt das so? Ja. Und raus hier. Die Rune habe ich immer noch nicht gefunden. Dreckverdammter. Aber ich muss mal speichern. Hier drauf, ja. Und den Part müssen wir auch beenden. Ja. Ja, und überschreiben. Ist gut. Ist sehr gut. Passt. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ja, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!